Guten Morgen! Sitzt ihr gerade beim Videoschauen? Dann steht mal lieber schnell auf oder legt euch hin, denn heute werde ich euch zeigen und erklären, warum Sitzen die mit Abstand schlechteste Körperhaltung aller normal Praktizierenden im Laufe des Tages ist. Ich selber sitze seit 8 Jahren nicht mehr und zumindest dauerhaft und habe meine Arbeit von einer täglich sitzenden Tätigkeit in eine täglich stehende und nun auch in eine liegende umgewandelt. Der wichtigste Punkt ist die Belastung des Rückens. Wir sind anatomisch einfach nicht konzipiert darauf, länger einfach nur da zu sitzen. Aber wie können wir dieser unnatürlichen Körperhaltung denn in irgendeiner Weise entgehen? In den meisten Schulen muss man wie ein Zinssoldat ordentlich am Platz sitzen und nicht mal kippeln, damit alles schön geordnet ablaufen kann. Damit wir täglich in der Schule unsere tägliche Infiltration an gesellschaftlich anerkannten Konditionierungen auch aufnehmen können. Dann im Berufsleben ist es auch oft so, dass der Stuhl, ja, also im Stuhl man die Hauptzeit der Arbeit verbringt. Zur Arbeit fahren, auf dem Rad, mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, das bedeutet auch meist sitzen. Dann abends auf dem Stuhl vom Computer oder zum Entspannen im Garten auch sitzen, immer wird gesessen. Ich selber habe diese Sitzodyssee aufgrund meines sehr sehr hohen Körpergewichts von 165 Kilo mit einem Bandscheibenvorfall bezahlt. Ja. Wer wissen will, wie ich zu den 165 Kilo gekommen oder und dann runtergekommen bin und wie ich damals ausgesehen habe, da verlinke ich mal ein oder anderes Video oben in den Infokarten. Aufgrund dieser massiven Belastung des Rückens, die ich zu ertragen hatte, habe ich auch relativ schnell diese Effekte gemerkt, die andere vielleicht erst mit 30 oder 40 dann merken. Und hatte dann entsprechend auch eine Lähmung des rechten Beines, weil die Bandscheibe war komplett raus und der Ischiasnerv war zwischen den beiden Wirbeln eingeklemmt. Die Ärzte haben mir gesagt, du wirst nicht mehr laufen können, wenn du nicht sofort operiert wirst. Aber ich habe dann einfach meine Gesundheit selber in die Hand genommen und Menschenverstand eingeschaltet, auch meine persönliche Intuition zur Rate gezogen und einfach Dinge in meinem Leben geändert. Und die Problematik des Sitzens, das war eine ganz ganz entscheidende. Da ich damals allerdings noch beim Arbeitsamt gearbeitet habe und ich sehr sehr viel sitzen musste und auch weil mein Arbeitgeber einen Steharbeitsplatz nicht finanzieren wollte, musste ich da auch in der Arbeit noch Alternativen suchen, den ich dann mit so einem Swapper gefunden habe. Den Link zu diesem Swapper, den tue ich euch mal unten hereinbringen. Ich kann nur sagen, das ist wirklich der beste Stuhl ever, aber trotzdem bleibt es sitzen und ich musste das sozusagen aus meinem Leben eliminieren. Das war mir bewusst. Ich konnte nicht mehr sitzen. Das tat mir nicht gut. Und ich habe immer wieder Rückenprobleme gehabt. Und seitdem ich aufgehört habe zu sitzen, seitdem habe ich auch keine Rückenprobleme mehr. Und ich habe nur das Glück gehabt, dass ich halt eben durch die direkte Rückmeldung des Bandscheibenvorfalls darauf wirklich sehr früh sensibilisiert wurde. Anders wäre es gewesen, wenn ich eben, wie gesagt, nicht so viel gewogen hätte und das erst dann irgendwann später erlebt hätte. Oder wenn ich medizinische Studien gelesen hätte. Ne? Das hatte ich ja damals auch nicht, war nur meine persönliche Erfahrung. Die ja ebenfalls vor dem Sitzen warnen, ganz explizit. Die aktuellste dieser Studien habe ich euch mal unten verlinkt. Darin wird dann auch attestiert, dass der niedrige Kalorienverbrauch, der durch Sitzen erreicht wird, zu neben der offensichtlich unnatürlichen Belastung des Rückens, einem verringerten Stoffwechsel und einem auf Sparflamme führenden Herz-Kreislauf-System führt. Was dann die empirische Tatsache, die in der Studie belegt wurde, theoretisch auch unterstützt oder untermauert, dass eben dann die Vielsitzer eine höhere Chance haben, an Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, Wortwiederholung, als eben die Leute, die wenig sitzen. Aber auch die Beinvenen sind beim Sitzen stärkeren Strapazen ausgesetzt als beim Liegen oder dem dynamischen Stehen oder beim Laufen natürlich. Denn die sogenannte Wadenmuskelpumpe ist quasi nicht nutzbar und das Blut versackt einfach in den Beinen. Wenn wir hingegen wie von der Natur konzipiert viel laufen, dann unterstützen unsere Wadenmuskeln beim Gehen die notwendige Blutzirkulation, indem die Muskeln auf die Venen drücken. Dieser Zusammenhang wird auch vom Leiter des Venenzentrums der Universitätsklinik Bochum, Markus Stücker, bestätigt. Durch diesen Blutstau beim Sitzen, das führt er dann fort, werden auch Beinschwellungen katalysiert und können dann letztlich sogar zu lebensgefährlichen Thrombosen führen. Der 90 Grad Winkel, der beim Sitzen ja meist gegeben ist, unterstützt dieses Hemmen einer guten Durchblutung auch nochmal. Das Sitzen ist einfach von vorne bis hinten wirklich ein unnatürlicher Vorgang, der eben viele Krankheiten und Haltungsschäden forciert.
Wie gesagt, ich bin aktiv Betroffener und kann nur Euch darauf auch sensibilisieren, dieses Thema ernst zu nehmen. Wenn Leute von Nackenschmerzen oder von Schulterschmerzen reden, dann ist ganz häufig die Ursache, dass sie einfach zu lange sitzen und dabei den Kopf Richtung Monitor neigen und eine Halsmuskulatur, die in erster Linie nur ausbalancierenden Charakter hat, wird dann plötzlich zu einer schwer tragenden Muskulatur umfunktioniert. Das kann nicht gut enden und das endet auch nicht selten in schweren Haltungsschäden. Daher unbedingt, wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Arbeitsplatz umgestalten, hin zu einer liegenden oder einer dynamisch stehenden Position. Wenn das nicht geht, dann so einen Stuhl wie diesen Swapper kaufen, der wenigstens eure Rückenmuskulatur etwas stärkt. Und permanentes Aufstehen und etwas Laufen, das ist eigentlich auch ein Ratschlag, den ich euch geben kann. Das ist auch immer möglich. Macht die Mittagspauseneinkäufe eures Kollegiums, wenn zum Imbiss gegangen wird, oder bietet Bodendienste an innerhalb des Büros. Steht und fragt jemanden, anstatt ihn per Telefon anzurufen. Geht häufiger mal auf Toilette oder öffnet und schließt das Fenster immer mal. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch in einem starren Arbeitskorsett das Sitzen zu verkürzen. Wenn eure Arbeit auch nicht so weit entfernt ist, dann lauft ihr mal lieber, als dass ihr mit dem Auto oder mit dem Fahrrad hinfahrt. Und wenn ihr öffentliche Verkehrsmittel nutzt, dann steht lieber, als dass ihr euch hinsetzt. Das sind alles Investitionen für einen gesunden Körper und quasi Präventionsmaßnahme gegen Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn man dann abends zu Hause ist, dann einfach mal nicht vor dem Rechner sitzen, sondern halt stehen oder liegen und am besten Stühle rausschmeißen und zumindest auf ein Mindestmaß reduzieren. Ich liege im Live-Talk mit Euch jetzt am Donnerstag auch immer im Bett und der ein oder andere mag sich eventuell daran stören, aber auch bei Gastauftritten wie bei Nadine Hagen auf ihrem Kanal vor 3 Wochen, da habe ich auch direkt zu Nadine gesagt, pass auf, ich liege beim Interview. Natürlich sind das die Zuschauer nicht gewöhnt und die denken dann, hey, was flitzt der denn sich so hin, kann der sich nicht mal ordentlich hinsetzen, kann der das ordentlich hinsetzen, nee, kann ich nicht, will ich nicht, ich liege oder ich stehe oder ich laufe, aber das Sitzen ist wirklich das Schlimmste, was ihr eurer Gesundheit da antun könnt und ich habe die Entscheidung getroffen, meine Gesundheit geht vor, und passend zum Live Talk gebe ich Euch nochmal den Trailer. Jeden Donnerstag spreche ich mit Euch live ohne Themenbegrenzung, sondern einfach über das, worüber ihr oder der Anrufer reden möchte. Ihr müsst mich einfach nur unter Skype adden, unter Premium Live, hab ich unten nochmal eingeblendet, und dann am Donnerstag sagen per Skype, dass ihr anrufen wollt. Dann bekommt ihr über Skype den Hangout-Link und ihr könnt mit mir dann reden. Den Hangout-Link öffnet ihr einfach in eurem Browser. Google Chrome funktioniert und der Firefox funktioniert auch. Klickt da einfach drauf und dann könnt ihr mit mir reden. Ansonsten, ich hoffe, dass ich Euch heute wieder auf einen wichtigen Punkt in eurem Leben aufmerksam machen konnte. Einige werden das sicherlich schon gewusst haben, aber einfach vielleicht nochmal bewusst machen, die Problematik des Sitzens und dass ihr wirklich den Kampf ansagt und wirklich hin zu einer natürlichen Lebensweise, insbesondere was die Bewegung während des Tages von eurem Körper angeht, dann wechseln könnt. In diesem Sinne, schreibt mir eure Erfahrungen zum Thema Sitzen und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.